Gender Studies hast du studiert? Ich muss kurz darauf zurückkommen. Ah. Was macht man denn? Was macht man denn, wenn man studiert hat? Nachher, oder was? Ja. Also es gibt ganz unterschiedliche Sachen, die man machen kann. Man kann in die Gleichstellungsarbeit gehen, man kann weiter forschen in der Jugendforschung, man kann verschiedenste Projekte machen, man kann auch in Firmen und die beraten in Gleichstellungsbelangen zum Beispiel. Also es ist halt ein Geisteswissenschaft, also viel ein Studium, oder? Das ist, da kannst du ja alle fragen, was macht ihr denn damit? Yeah, man ist dann bei Choice oder so. Ja, logisch. Das muss ich immer im Leben fragen. Das mit dem Studium ist so ein Ding, oder? Die Leute voran sind manchmal unsicher, habe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen? Im Nachhinein denke ich vielleicht, scheiße, ich doch soll irgendwie Jazz studieren oder so. Wann hast du gewusst, das ist das Wahre für dich? Das hat sich eher so ein bisschen zufällig ergeben. Also Gender Studies, genau. Ich wollte Englisch studieren und habe dann auch Englisch studiert und habe dann eigentlich so ein zweites Fach gesucht. Und dann hat es das gegeben, das hat mich interessiert und dann hat es das dort angefangen. Von Minor zum Major geworden, oder wie? Ganz genau. Es war ein bisschen Zufall gewesen, so wie oft im Leben, wenn... Also ich habe das Gefühl, es ist, gewisse Sachen ergeben sich, gewisse Sachen... Aber eigentlich bist du schon das Gleichstellungsbüro, weil es ist 50% Männer, 50% Frauen in der Lena von Elbent. Von dem her schon mal quasi ein Erfolg da gesellschaftlich.